Am Dienstag findet der Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister statt. Der wegen Dateien von Kindesmissbrauch Angeklagte wird beim morgigen Prozess im Wiener Straflandesgericht gleich von zwei Star-Anwälten vertreten. Als Co-Verteidiger von Kammersin-Anwalt Philipp Wollm steigt nun auch der bekannte Strafverteidiger Rudolf Meyer in den Ring. Schon länger wurde gemunkelt, dass der Ex-Burgschauspieler und frühere TV-Kommissar sich weiter verstärken wird, was seine Verteidigung betrifft. Am Montag wurde es dann offiziell. Der 75-jährige Rudolf Meyer wird neben Philipp Wollm Platz nehmen und auch das Eingangsplädoyer für den 43-Jährigen halten. Wollms und Meyers Hauptziel wird sein, dass der geständige Teichtmeister eine bedingte Haftstrafe bekommt. Nur so kann der wegen Konsum und Herstellung von kinderpornografischem Material angeklagte Ex-Star einer Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum entgehen. Diese kann nur bedingt ausgesprochen werden, wenn auch die Strafe bedingt ausfällt.